Moin Leute, am heutigen Tag begrüße ihr Flugkapitän Paluten und zwar beim Coastline Flight Simulator. Leute, ich werde heute meine eigene Airline gründen und dann entweder Menschen oder auch Fracht von A nach B fliegen. Das Konzept klingt richtig nice, wurde auch tatsächlich vom deutschen Staat gefördert. Weil es wohl ein deutsches Entwicklerstudio, Kai Pirinha Games. Let's go. So, wir müssen als erstes bei Marco uns ein Flugzeug kaufen. Hola Marco. Herzlich willkommen bei Marcos Airplanes. Ich bin es selbst, Marcos. Inhaber, Geschäftsführer, Kundenberater und dein bester Freund. Ja, du bist mein bester Freund? Nee, Manuel ist mein bester Freund. Oder Mini-Paluten. Oben links sehen wir, wir haben 100.000 Dollar. Ja, kann ich mir nicht leisten. Ja, wunderbares Sparrow. Ja, klein. Klein ist manchmal auch nicht schlecht. Absolut perfekt, um dein Geschäft als wir sind nämlich Transportpilot. Wird gekauft. Was für eine kompetente Kaufentscheidung. Danke. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Danke, Marco. Mit der Sparrow wirst du von nun an nur Freude haben. Okay, ich liefere sie dir sogar vollgetankt. Gleich gewabbert. Ja, danke, Marco. Du bist ein absoluter Ehrenmann. Okay, so, jetzt muss ich einmal hier rüberlaufen. Besuche Francisco, den Händler. Genau, weil wir brauchen ja Aufträge. Wir müssen reich werden, Leute. Unsere Aufgabe ist es, jetzt hier schön viel Kohle zu verdienen. Ah, hola, Francesco. Hallo. Aufträge. Händler von genau, das ist das, was ich jetzt brauche. Besucher, Post. Elektronik. Nee, ich mache jetzt hier einen auf Deutsche Post. Nach Tanarina. Ja, ich flieg nach Tanarina. Okay, ich lasse dein Flugzeug beladen. Am Zielort wird dir der Lohn dann gut geschrieben. Ja, ist ja gut. Also, da oben links sehen wir Transport Post. Das wurde jetzt da vorne schon in mein Flugzeug geladen. Man kann wohl auch später noch, müssen wir wieder tanken. Aber unser Flugzeug, hat er ja gesagt, ist vollgetankt. Und man kann es, glaube ich, auch umfärben lassen. Aber dafür haben wir jetzt keine Kohle, denn wir haben gar kein Geld mehr. Gut, wir steigen ein. Junge, wollt ihr mich verarschen? Jetzt bimmelt hier die komische Glocke wieder. Mann, Mini-Paluten, sag doch auch mal was. Die Glocken ein bisschen leiser drehen, danke. Gut, nichtsdestotrotz werden wir jetzt mal... Oh, das sieht aber gut aus. Einmal anschalten. So, jetzt kann ich mit Shift hier leicht Gas geben. Wir müssen da rechts nämlich aufs Rollfeld. Oh, hier, schöne Tankstelle am Start. Nee, aber tanken muss ich nicht, danke sehr. So, oh, jetzt mal kurz rein hier. So, oh, warte mal, kurze Extra-Runde drehen. So, meine Damen und Herren, ich habe ja nur Post an Bord. Dann oben rechts sehen wir, zack, ich gebe jetzt Vollgas. So, wir müssen nach dem Start, müssen wir jetzt gleich auch ein bisschen nach links. Wir müssen dann nämlich so ein bisschen übers Meer. Oh, ich kann noch nicht hoch, ich bin noch nicht schnell genug. Hallo, da kommt der Zaun. Hoch, let's go. Kein Problem. So, einmal ein bisschen drehen. Ja, sehr gut. Während hier einfach immer noch diese Glocke bimmelt. Ein bisschen gucken. Oh, sieht doch gut aus. Da vorne unser Flugplatz. Ja, das hier könnte die richtige Route sein. Das sieht auf jeden Fall... Genau, wir müssen ja erstmal aufs offene Meer. Aber das ist auch an sich spooky, Alter. Wenn da plötzlich irgendwas passiert... Junge, dich findet ja niemand mehr. Das ist ja auch kein Empfang. Junge, das ist ja kein 4G oder so. So, gerade halten das Ding. Boah, es muss so geil sein zu fliegen. Also selber dann auch so im Cockpit zu sitzen... Oh ja. Das Blöde ist, ich habe gar keinen Autopiloten, ne? Na, toll. Jetzt muss ich hier selber auch noch arbeiten. Okay, das ist unsere Möhre. Ja, ist ein schickes Ding an sich. Kann ich? Nee. Ich wollte gerade, weil ich weiß, dass man das Fahrwerk einfahren kann, aber unseres ist, glaube ich, obwohl da vorne? Nee, kann man, glaube ich, generell nicht. Ah, guck mal, wir haben jetzt hier auch diese roten... Blüm. 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 Ach, da oben ist auch eins. Boah, guck mal, da vorne, so Windkraft. In der Ostsee gibt es das auch, glaube ich. Und Nordsee. Das sind dann halt so Windkraftparks. Ja gut, was mache ich denn jetzt in der Zeit? Ich könnte eure Autogrammkarten für die Sommerbox oder Mini-Paluten unterschreiben. Das wäre eigentlich gar keine so blöde Idee. Aber ich habe die jetzt nicht zur Hand. Leute, wie immer, guckt gerne bei paluten.shop vorbei. Gibt's die Sommerbox, Mini-Paluten. Denn wie ein bedeutender Philosoph mal gesagt hat, das Haus zeigt sich nicht von allein. Oh, da hinten. Ich sehe Land, Leute. Ich sehe Land. Ich finde es so krass, dass das Spiel einfach vom deutschen Staat finanziert wurde. Ah, oben sieht man auch meinen Tank. Boah, ich bin gleich mal gespannt, ne? Wie das mit der Landung wird. Da habe ich richtig Angst vor. Moment mal. Also, mein Flugzeug hat insgesamt 100.000 Dollar gekostet. Mein Lohn für diese Strecke sind 100
Dollar. Werde ich verarscht? Werde ich hier gerade mega abgezogen? Oh, das sieht aber gut aus da vorne. Haben wir sowas? Ah, ja. Ah, guck mal, wir haben jetzt sogar hier die Karte. Okay, die Landebahn ist auch so gerade, sodass wir da eigentlich von hier aus auch perfekt anfliegen können. Ja, sehr geil. Ja, nee, ich weiß übrigens, dass es hier vorne hier irgendwas von der Polizei ist. Und ich finde auch meine Pilotenausrüstung nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Die wurde mir bestimmt geklaut. Oh, hä? Wo ist denn? Ah, da unten ist die Landebahn. Als ob. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Oh, oh, was ist das denn jetzt? Ja, alles kein Problem. Alles gut, ich fliege von da vorne an. Oh, wir sind zu schnell. Ich nehme ein bisschen Tempo raus. Okay. So, alles gut. Ich bin ein bisschen runtergegangen mit dem Tempo. Oh Gott, das wird doch nichts. So, kleine Drehung hier. Über den Wolken, ei, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Okay, wartet ab. Ich habe das alles unter Kontrolle. Oh ja. Bisschen mit dem Tempo runter. Vorsicht. Nee, das ist nicht gut. Tempo. Oh ja, oh, nö. Ja, sehr gut. Ich treffe die Landebahn. Wartet jetzt. Runter mit dem Tempo. Butterweiche Landung. Junge, das war richtig gut. Bewege das Flugzeug nach der Landung zum Entladen in die Parkposition. Ah, da vorne. Da sehe ich das Parkplatzzeichen. So, nicht zu schnell jetzt. Weil wir haben ja auch, glaube ich, keine richtigen Bremsen. Sehr gut. Hier vorne auch wieder Tankstelle am Start. Ah, da sind auch weitere Aufträge. Hey, ich finde das Konzept von dem Spiel schon ganz geil. Oh, stopp. Vielleicht doch nochmal ganz kurz einmal drehen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Steuerung. Gibt es so etwas wie Beschleunigen? Ich kann den Motor ausmachen. Feststellbremse. Ah, warte mal. Da stand auch noch was von der anderen Bremse. B. Okay, warte mal. Ja, und dann B. Zack. Dann jetzt Motor aus. Perfekt. Auftrag abgeschlossen, Leute. Da sind die $100, Alter. Wollt ihr mich verarschen? $100. Ohne Witz, da zahle ich wahrscheinlich mehr Spritkosten. Händler, moin. Pablo hier. Hallo, Pablo. Ich hoffe, du bist gut auf Tanarina gelandet. Ja, das bin ich. Schöne Insel. Bisschen Post. Kleidung. Ja, ich fliege hier nach Aquana. Guck mal, Alter, das dauert Jahre. Und man muss einfach sagen, das gibt 158, das gibt 100. Junge, und das ist doppelt so weit. Ja, nee. Leute, ganz ehrlich, hier, ich bin bei der Deutschen Post. Ich gehe ab zu nach Aquana, Alter. Zack, wieder rein. Ja, ich gebe einfach volle Kanne Gas. Oh, jetzt leicht die Start- und Landebahn. Ja, ach komm, ging auch so. So, hier geht's zu Aquana. Alter, guck mal, jetzt ein bisschen risky hier. Junge. Mal ein bisschen hier, ein bisschen auch den Leuten was zeigen, Alter. Guck mal hier zwischen den beiden Palmen durch. Boah, hier würde ich auch gerne Urlaub machen, ne? Das wäre echt nicht schlecht. Leute, ich habe eine Frage. Glaubt ihr, wir schaffen ein Looping? Wir probieren es aus. 3, 2, 1. Oh, als ob. Junge, einfach ein Looping. Let's go. Vor allen Dingen, wie einfach das ging. Zack. Oh, in der Ego-Perspektive muss das, glaube ich, krass sein. Ja. Geiles Ding. Ja, easy going. Mini-Paluten, du musst jetzt kurz mal aufpassen. Du machst das. Ich vertraue dir, du bist ein super Pilot. Wenn du das nicht schaffst, dann schaffst du es wirklich, dann schaffst du wirklich keiner. 3, 2, 1 und dann. Leben wir? Mini-Paluten, Alter. Du bist ja eine absolute Maschine. Du bist ein Naturtalent. Junge, ich wusste, du schaffst es. Tada! Die werde ich jetzt gleich mal lockerflockig unterschreiben. Ah, Aquana. Eine verwunschene Insel. Oh ja, ich glaube, ich sehe auch schon die Landebahn. Oh, wir zittern wieder so ein bisschen. Jo, was ist das denn, Alter? Warum machen wir jetzt nicht diesen? Boah, wisst ihr, was richtig spooky wäre? Wenn jetzt einfach so von den Entwicklern so ein Hai eingebaut wird. Weißt du, so ein Megalodon oder so, der von unten einfach hochjumpt und uns frisst. Sag mal, Flugzeug. Kannst du mal aufhören zu zabbeln? So, Leute, was meint ihr? Schaffe ich wieder so eine butterweiche Landung? Oh, diesmal fliegen wir sogar noch besser als vorher. Also der Anflug ist noch besser. Oh ja, komm, das schaffst du, Paletto. Volle Konzentration. Du kannst das. Ich glaube an dich. Bisschen, oh, Tempo leicht drosseln. Stimmt, wir haben jetzt ja auch, wir wissen ja auch, wie wir bremsen können. So, leicht Zucker, Butter. Und jetzt B habe ich gedrückt. Bewege das Flugzeug nach der... Ja, ich bringe das in die Parkposition. Diesmal kann ich auch, glaube ich, ein bisschen schneller. Dann gehe ich nämlich gleich runter. Ah, da vorne ist schon. So, wartet. Oh, Aquana ist aber auch schön hier. So, weg mit dem Tempo. Drehen. Und jetzt schön hier drauf.
Und B. Tipptopp. Und aussteigen. Jawoll! So, hola! Guten Tag! Ist Aquana nicht wunderschön? Hallo! Ich bin die Händlerin, Marina. Schmuck, Kunsthandwerk, Fisch. Nee, Schmuck, Alter. Junge, jetzt machen wir so langsam, jetzt machen wir das Cash-Mash. Schön illegal ein bisschen Schmuck. So, dann würde ich sagen, direkt hier wieder abflugbereit. Schmuck ist eingeladen. Motor starten. Und dann würde ich sagen, hoffen wir einfach mal, dass wir, bevor es ins Wasser geht, hochkommen. Junge, das war ein bisschen knapp, habe ich das Gefühl. Ganz leicht. Ich hab's absichtlich spannend gemacht. Ja, ganz klar. So, Leute, Landeanflug. Ja, warte mal, ich kann doch bestimmt auch. Ich mach das super. Warte mal ab, ich glaube, ich schaff das. Ich will ein bisschen Tempo rausnehmen, weil ich würde ganz gerne hier vorne versuchen zu landen. Hochziehen, hochziehen. Jetzt landen. Und jetzt bremsen, 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 bremsen. Oh, perfekt, Junge. Was für eine Landung. Jetzt kann ich nämlich direkt da vorne hinfahren. Let's go. Bisschen holprig. Alles gut. Wo ist Parkposition? Ah ja, bewege das Flugzeug. Ja, kein Problem. Oh, wir müssen auch bald tatsächlich mal tanken. Oh, nein. Oh, ich hab's gerade. Oh, Gott, stopp. Stopp. Junge. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Ich hatte gerade irgendwie einen kleinen Aussetzer. So, genau. So, B. Ausmachen. Zack. Jawohl. Schön den Schmuck abgeliefert. $425 haben wir schon. Na, wieder mal auf deiner Arena. Ja, natürlich, gut. Pablo. Ich bin back. Oh, wir könnten noch mal Post wegbringen. Oh, ein paar Bücher. Etwa, also, wow. So, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit einer kleinen Runde vom Postsimulator. Postflugzeugsimulator. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hier sitzt auf der Team Paluten-Kanal sowie weitere Videos. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung für den Paluten-Shop und vieles mehr. Dankeschön fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.